Hallo Menschen, heute werde ich mich endlich mal von ein paar Büchern trennen, die ich nicht besonders mochte oder die ich auf jeden Fall nicht nochmal lesen werde. Und dann möchte ich euch noch mitnehmen zu den Bücherschränken oder Bücherbäumen, werden es auch manchmal genannt, in Dresden. Zumindest zu ein paar, bei denen ich auch noch nie war. Und ich hatte bisher immer ganz, ganz große Probleme, mich von Büchern zu trennen. Also auch wenn ich sie nicht mochte, hatte ich sie halt ganz gerne im Regal und konnte mich zumindest daran erinnern oder vielleicht auch mal einen Tag sie benutzen oder so. Ich konnte sie auf jeden Fall nie, nie weggeben, selbst wenn sie mir nicht gefallen haben. Und jetzt habe ich für mich die Lösung gefunden. Ich lege sie schon aus dem Regal raus, irgendwo anders hin. Und wenn ich sie dann nach mehreren Monaten nicht wirklich vermisse, wenn ich nicht mehr das Bedürfnis habe, sie irgendwie in die Hand zu nehmen, dann kommen sie jetzt endlich weg. Es sind noch nicht allzu viele, zumindest Romane, aber das kann ja noch werden. Los geht's zum Beispiel mit Niedergang von Roman Graf. Das war mir damals etwas zu plump, wie dieser Bergaufstieg immer mit der Beziehung in Verbindung gebracht wurde. Also je schwieriger es wurde, den Berg zu besteigen, desto schwieriger war auch ihre Beziehung und die hatten übelste Probleme. Und das werde ich nicht nochmal lesen, das war wirklich nicht so gut. Und das habe ich damals sogar noch zum Vollpreis gekauft. Naja, dann ein Roman, der mir einfach sehr unsympathisch von der Hauptperson her war. Wald von Doris Knecht. Das kommt auf jeden Fall weg. Das ist auch nur ein Leseexemplar von Arbeit. Also ich werde es halt kostenlos weitergeben. Dann finde ich das auch ganz in Ordnung. Und ja, ich werde es nie, nie wieder lesen. Genauso wie Moby Dick von Herman Melville. Wirklich, nee, dieses Buch. Ich konnte leider nicht rauslesen, was diese vor allem amerikanischen Booktuber daran so lieben. Und bei dem habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwann nochmal das Bedürfnis habe, es herauszufinden, diesen Klassiker lieben zu können, sondern es ist einfach nichts für mich und damit ist auch gut. Und genauso kontrovers wird wahrscheinlich sein 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez. Zugegeben, von denen, die ich euch zeige, ist das das Einzige, bei dem ich mir vorstellen kann, vielleicht in 10, 20 Jahren nochmal zu gucken, wie ich es vielleicht dann finde. Aber ehrlich gesagt, ich habe es halt als Mängelexemplar gekauft. Es macht mich jetzt nicht arm, es ist nicht schlimm, es wegzugeben. Ich konnte jetzt nicht viel damit anfangen, vielleicht ja später, aber andererseits werden in diesen 10 Jahren auch so viele neue Bücher rauskommen und es wird immer noch so viele Klassiker geben, die ich gerne lesen möchte. Wer weiß, ob ich dann wirklich nochmal dazu greife. Für einen Moment kommt es weg. Der nächste Schub sind dann Mangas und Comics. Also, um genau zu sein, ist nur ein einziges Manga dabei: Triple Witching Hour von einer deutschen Autorin, das weiß ich damals noch, oder Zeichnerin. Das finde ich jetzt auch nicht direkt schlecht, aber ich habe überhaupt keine Verbindung mehr dazu. Ich werde es nie wieder lesen. Es ist mir nicht mehr wirklich im Gedächtnis geblieben. Ich weiß, irgendjemand stirbt und irgendjemand wird zum Gott oder so. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Also es kommt auf jeden Fall weg. Und dann eines, was ich richtig, richtig schlecht fand von der Zeichnung her. Bloodstained Sword. Ich habe es mal in so einer Krabbelkiste, also ich sag mal 5 zum Preis für 2, so da war das irgendwie. Und es ist halt einfach wirklich nicht gut gezeichnet. Weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen konntet, das ist überhaupt nicht mein Stil und das brauche ich dann einfach nicht mehr im Regal. Genauso ist es mit Slow Storm. Das war von der Geschichte her viel, viel spannender. Es ging ja um Immigration, also illegale Immigration und wie jemand, der das bemerkt, damit umgeht und so, aber die Zeichnungen waren auch nicht meins. Es war so gar nicht anatomisch korrekt und also entweder man macht so einen richtigen Comic-Manga-Stil oder man zeichnet halt meiner Meinung nach sehr realistisch, aber wenn man versucht, realistisch zu zeichnen und es einfach nicht kann, das ist dann nicht so meins. Das nächste ist vermutlich das, was ich von der Zeichnung her am schönsten finde, nämlich dieses Silent Hill Comic, der Sünde Sühne. Das ist halt so ein richtig schöner, düsterer Stil, der mir an sich ganz gut gefällt, aber im Endeffekt, das ist halt Silent Hill, da steckt jetzt auch nicht so viel drin. Ich habe die Filme gesehen, finde die ganz okay. Ich fand auch die Geschichte okay, aber ja, bin jetzt kein großer Fan, habe auch die Spiele nie gespielt und ja. Wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, werde ich es einfach nicht mehr lesen. Ähnlich ist es mit 30 Days of Night, Agent Norris. Auch das so eine schöne, düstere Zeichenart, aber nichts wirklich mit Bestand. Dann kommen wir zu einem der großen, großen Enttäuschungen letztes Jahr: Suicide Squad, was ich überhaupt gekauft habe, um dann im Film so ein bisschen nerdig sein zu können und sagen, das ist ja ganz anders als in den Comics, aber es war wirklich, wirklich nicht gut. Sowohl von den Zeichnungen her als auch von der Geschichte. Ich weiß, es ist erst Volume 1, vielleicht entwickelt es sich noch, aber hier war es wirklich nur so. Ein Auftrag, etwas passiert, sie töten die, gehen zurück. Ein Auftrag, etwas passiert, sie töten die, gehen zurück. Und ja, das brauche ich dann nicht wirklich. Auch etwas, was wegkommt, weil ich zum Großteil den Zeichenstil nicht so besonders finde, ist dieses dicke Walking Dead Compendium. Ich schaue die Serie und ich fand halt leider nicht, dass der Comic jetzt so, so viel besser wäre als die Serie, sodass ich den weiter lesen würde. Sie sind anders, sie unterscheiden sich und für Fans würde ich sogar sagen, lohnt es sich. Aber mich haben einfach die Zeichnungen nicht total überzeugen können und es war dann auch nicht interessant genug, dass ich sage, ich will die Serie und den Comic lesen. Und als letztes vermutlich der größte Frevel hier auf BookTube, ich werde Saga Volume 1 weggeben. Das wird ja hoch gelobt, das ist überhaupt der Comic, den viele so als erstes lesen und es ist so eine Art Romeo und Julia im All mit auch ein bisschen Fantasy und nicht nur Science Fiction und das war so, ja,
Pluspunkte gibt es für mich für verschiedene Charaktere. Also es gab ganz viele tolle Ideen, was es so für Wesen gibt. Das war wirklich innovativ, meiner Meinung nach auch. Aber die Geschichte hat mich jetzt wirklich nicht weggerissen. Ich habe zwar von anderen Leuten gehört, dass die nächsten Volumes noch besser sind, aber es gibt so viele Comics noch auf meiner Liste, die ich gar nicht angefangen habe. Und an all denen bin ich mehr interessiert als an Saga. Und deswegen, komm, hauen wir es weg. Also nicht weghauen. Ich nehme es natürlich mit. Und wenn ich jetzt hier diesen ganzen Stapel sehe, werde ich wahrscheinlich heute nicht alles mit zu den Bücherschränken nehmen. Aber da schauen wir mal, wie es dort aussieht. Und ich nehme euch mit. Dann bis gleich. Okay, das war jetzt doch eher ernüchternd. Ich meine, das waren nur zwei der Bücherschränke, die es in Dresden gibt. Aber beim ersten dachte ich mir, das ist so klein, da will ich jetzt nur vielleicht so zwei Bücher reinstellen, damit das vielleicht auch jemand findet. Denn es sah nicht so aus, als ob da jetzt ständig Neues käme. Und zumal es auch hinter diesem Schild für das Café gestellt war. Also man hat es gar nicht gesehen. Ich musste auch erst jemanden fragen, wo das war. Und ja, wollte nicht zu viel dort lassen, aber das zweite sah ja eigentlich noch trostloser aus. Ich habe jetzt trotzdem alles, was ich noch mit hatte, dort gelassen. Ja, da waren ja nur so ein paar große Gartenbücher, die, glaube ich, auch keiner mehr mitnimmt. Ich weiß nicht, vielleicht gehe ich irgendwann nochmal zu den anderen, aber ich dachte mir jetzt einfach nur, okay, ich lasse es jetzt hier. Vielleicht nimmt es ja doch mal jemand mit, aber die sahen beide jetzt nicht so aus, als ob da ständig jemand kommt. Gut, ich würde auch nicht hinkommen, wenn das halt immer so aussieht wie zu dem Zeitpunkt, an dem ich dort war. Ja, okay, das waren zwei der Dresdner Bücherschränke. Vielleicht nehme ich euch nochmal irgendwo anders hin mit. Vielleicht löse ich es auch irgendwie anders, meine gebrauchten Bücher. Vielleicht will es die Bibliothek oder so. Auf jeden Fall waren das mal zwei der Dresdner Bücherschränke. Ich danke fürs Zuschauen und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.